So. Ich will aber irgendwie zu hier. Mercers Quartier, aber. Vielleicht geht's noch nicht oder so. Alles macht das. Seid unbesorgt ob der Worte des Kirchers. Aufstieg der Menschheit beschleunigen. Zögert nicht an der letzten Schwelle zur Transzendenz. Patient? Isaac Clark. Symptome? Manie. Wahn. Gewalttätigkeit. Was war der Auslöser, Mr. Clark? Der Koma? Oder die Schuld? Keine Ahnung, wovon du redest. Connection lost. Keine Energie. Ich weiß ja nicht mehr, ob das überhaupt was gewinnt. Ich hasse das. Wo geht's hier raus? Komm schon. Toxische Gefahr beseitigt.
Okay, das ist so ein O2-Ding. Was ist denn das hier? Ist hier irgendwas? Textlog, dafür haben wir noch Zeit. Ein durch die Nase, aus durch den Mund. Sind hier plötzlich so viele Türen? Ich glaube doch gar keinen Ausgang, oder? Oh, doch, gab's. Ja, Isaac, also er läuft nicht, weil ich angespuckt wurde. Ich wollte hier eigentlich wieder rein und dann einmal rum. Toxische Gefahr registriert. Toxische Gefahr beseitigt. Batterie, sehr schön. Check, triple check. War jetzt niemand. Verdammt. Ich will aber mal ganz kurz jetzt nur testen, ob ich jetzt doch hier kann, weil der Nippel ja da kaputt ist. Also, dann geht man sowieso hier lang. Ich bin jetzt zurückgelaufen. Also auch mal was mit. Wenn Monster Angst vor mir hat. Nein, da ist Isaac. Schau ab.
Der war nicht schlecht. Ich bin voll von überzeugt, dass er jetzt ein Vieh rauskommt. Ja, jetzt ist der ganze Scheiß ja auch weg. Gut. Ja. Kaum ist man hier oben, ist der ganze Scheiß wohl doch wieder da. Oder immer noch da. Gibt es hier irgendwo Nippel zum Ausdrücken? Ne. Wahrscheinlich nicht. Jetzt hier oben. Wow, okay, ist aber ganz schön viel noch. Hm? Gehen wir mal einen Shop, vielleicht haben wir jetzt Geld genug. Diese 100 haben bestimmt gereicht. Oh Mann. Was kann man hier noch verkaufen? Vielleicht. So ein Muni-Ding? Ach komm, weg damit. Ich will den Anzug jetzt haben. Yay, jetzt sind wir pleite. Wäre jetzt geil, wenn das einer gemobbt hätte. Gemobbt hätte und jetzt kommt so Arnold Schwarzenegger drauf. Die Action. Alter, dass ich überhaupt so noch bewegen kann. Boah, die roten Zahlen. Hier sieht aus wie mein Bankkonto. Bisschen Heilung und so, alles gut. Quarantäne aufgehoben. Ist hier sonst noch irgendwas? Nippel. Ist das alles zu? Krass. This way.
Warum sind die plötzlich so viele? Wer kommt hier nicht rein? Das darf doch nicht wahr sein. Wie ist denn der da überhaupt reingekommen? Jetzt von der anderen Seite von der Tür oder ist er irgendwie reingespawnt? Sah schon komisch aus. Ach du Scheiße. Nicht rein. Blut. Ja, hör auf zu lachen. Wie kommt der hier rein? War hier nicht irgendwo eine Batterie? Da. Scheiße, das bringt ja auch nichts. Okay, der spaziert einfach durch. Mach die Tür auf. Wo man die einsetzen muss, aber Hauptsache die ist raus. Hier war das irgendwo, glaube ich. Wow, wo war das jetzt mit der Batterie? Habe ich das überhaupt schon gesehen? Sonst noch einer. Puh. Na, entweder Türen oder Lichter. Ich dachte, der fliegt jetzt ab. Dutscht man den einfach nochmal kurz an.
Mehr ist hier nicht. Was haben wir sonst noch? Mal da was durch. Gehen wir erstmal hier rechts. Wo ist da denn? Oh, so ein Stase-Dings. Sicherheitsstufe kann nicht ermittelt werden. Master-Sicherheitsüberbrückung erforderlich. Und wenn wir diesen Master-Kram mal kriegen, ey. Ich kann mich noch erinnern, relativ am Anfang war sogar noch eine Kiste mit Master. So, ob wir da irgendwann mal nochmal hinkommen automatisch oder muss man dann die ganze Station nochmal ablaufen, um alles sammeln zu können und so. Ich glaube, das würde ich jetzt nicht machen, aber wenn es ein kleiner Umweg ist, dann ja. Voll die Kopfsammlung. Isaac? Tut mir leid, Spätschicht. Wie geht es dir? Meine Mutter, sie... Octavia? Wie geht's ihr denn? Sie ist tot, Nicole. Sie beide. Sie hat Dad getötet, dann sich selbst. Die Kirche... Sie haben die Leichen mitgenommen, bevor... Oh, mein Gott. Oh, Isaac, es tut mir so leid. Diese Scheiße hier mit Stopp, hör auf. Sag einfach nichts mehr. Du hast gesagt, sie sei wieder sie selbst. Zu Hause würde es ihr besser gehen. Ich habe dir vertraut. Gott. Du hättest sie gleich selbst töten können. Es ging ihr besser. Du wolltest, dass ich zu Ishimura aufbreche. Du hast mich gedrängt. Weißt du was? Fahr zur Hölle, Isaac. Nicole! Ich hab... Gott, nein. Nicht sie auch noch. Isaac, ich bin's. Ich würde so gerne mit dir reden. Sie wollte reden. Sie ist nicht verloren. Es tut mir leid. Ich bin's in Ordnung. Wirklich? Ich rette uns beide. Es tut mir alles so leid. Also, bevor die ganze Kacke hier angefangen hat, haben die schon Gehirnwäsche bei dem gemacht. Und deswegen hat er die überzeugt, aufs Schiff zu gehen? Aber warum? Damit die einer von uns wird. Oder ist das alles nur eine Halluzination und die labert nur Scheiße jetzt gerade und das stimmt nicht? Was ist das denn? Waffenupgrade. Energiekanone. Log
Logbuch abgerufen. Nimm das auf. Ich muss das festhalten. Es ist Grausamkeit. Er hat entschlüsselt, wie das Signal des Markers das Gehirn beeinflusst und wie man... Oh mein Gott. Ah, Dr. Brennan. Mal sehen. Terence Kane hat sie reingelassen? Schade, dass er nicht hier ist. Er hat nicht verstanden, dass diese Tragödie auch eine Chance ist, den Tod zu besiegen. Weiter? Diese Kreaturen. Reanimiertes Gewebe, zelluläre Unsterblichkeit. Ich weiß, wir waren nie einer Meinung, aber ich verstehe es jetzt. Es gibt so viele, die ich hätte retten sollen. Also kamen sie zu mir. Weil sie gelernt haben, mit dem Marker zu kommunizieren. Ich bin so nah dran. Ich dachte, er enthüllt die Geheimnisse, die ich brauche. Sie sind eine Frau der Wissenschaft. Nicht des Glaubens. Überlassen Sie mir den Marker. Das sind Ihre Autopsieberichte. Sehr gründlich. Sie brauchen natürlich noch eine Peer Review. Und der arme Terence kann nicht mehr helfen. Ja. Es gibt nur einen Mann, dem ich vertraue. Wirklich sehr gründlich. Und nützlich. Für Mr. Harris' nächste Operation. Es wurden keine relevanten Rekaktivitäten aufgezeichnet. Ja, und das haben wir dann auch.